Hallo, hallo. Mein Name ist Philipp Jakesch und ich habe heute für euch einen kleinen Videobeitrag aus Island. Ich möchte euch einerseits was vor Ort zeigen, also wie ich die Bilder vor Ort aufgenommen habe und zum Vervollständigen, dass ihr das besser nachvollziehen könnt, habe ich auch noch die Bildbearbeitung, die man jetzt gemeinsam durchführen wollen. Hallo, also wir sind da jetzt auf Island und ich habe ein wunderschönes Motiv entdeckt an dem Fluss namens Boa Ra. There's not a thing that I would change when I look back on every day. Count the blessings that became, like when the drought needed the rain. When the winter nights were frozen cold, reaching for a hand to hold, I found you. I went north to south, from east to west, the emptiness that filled my chest without you. The storm may come, then hide our sun, I'll stand near with you. I stand near with you, yeah. When seasons change and colors fade, I stand near with you. I stand near with you, yeah. And as the winds of life blow back and forth, I'll be your tomorrow. Da gibt es mehrere Wasserfälle und an einem davon haben wir jetzt gerade ein Foto gemacht. Und die Idee hinter dem Bild war, den Wasserfall ein bisschen einzurahmen und die Dynamik vom Wasser mit aufzunehmen. Um Tiefe im Bild zu bekommen, habe ich zusätzlich mit Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund gearbeitet. Es sind wunderschöne Strukturen da. Die den Wasserfall so einrahmen und die verschiedenen Kaskaden super zur Geltung bringen. Das Motiv habe ich im Hochformat aufgenommen und wer mich kennt, weiß, ich fotografiere sehr gerne im Hochformat.
damit da das ganze Bild eben mit dem Mittelformat scharf ist, habe ich sowohl ein Foto für den Hintergrund als auch eins für den Vordergrund aufgenommen. In dem Fall könnte ich, wenn es notwendig wäre, ein Focus Stacking machen, die Einzelaufnahme vom Vordergrundstein in dem Fall hineinfügen, also quasi das überblenden, und somit hätte ich perfekte Schärfe von vorne bis hinten. Ich war unlängst mit einer Gruppe auf Island, habe dann gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Alexander Müller eine Fotoreise durchgeführt und wir haben da tolle Erlebnisse gehabt, schöne Motive gefunden, und im Zuge dessen habe ich ja das eine oder andere kleine Video gemacht. Also bezüglich Bildbearbeitung, das ist das RAW-File, von dem ich gesprochen habe. Im RAW-File selbst sehen wir, es ist relativ dunkel. Grund dafür ist, dass hinten, also im Hintergrund, ist ein kleines Wolkenfenster, und das Wolkenfenster ist deutlich heller als der Rest des Himmels. Und damit auch hier Kontraste verfügbar sind, musste ich das eben dementsprechend dunkel belichten. Wenn wir jetzt ins Entwickeln-Tool gehen, dann sehen wir, es gibt kleine Stellen, wo es schwarz ist, und es gibt glücklicherweise keine Stellen, wo das Bild überbelichtet ist. Ich bearbeite meine Bilder mit so einem Stift-Tablet, und mit dem Stift-Tablet kann ich nämlich sehr genau und gezielt arbeiten. Ich kann, wie wenn ich auf das Bild zeichne, kann ich eben da auch vorgehen. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Vorweg vielleicht eine kurze Info zum Bild. Das werde ich in einem anderen Video noch ganz genau erklären. Damit der Hintergrund und der Vordergrund perfekt scharf sind, habe ich das als ein Focus Stacking aufgenommen. Ich war da nur circa 1,5 Meter von dem Vordergrund entfernt, und mit Blende 11 ist da eben dementsprechend ein Focus Stacking erforderlich, dass die Steine da im Vordergrund auch möglichst scharf sind. Wenn ich ein Bild öffne, passe ich Lichter und Tiefen ein bisschen an. Ich gehe meistens mit den Lichtern etwas nach unten, also ich ziehe die ein bisschen nach unten, und die Tiefen ziehe ich ein bisschen nach oben. Dadurch, also wenn man das Histogramm betrachtet, dadurch gleichen sich die Belichtungswerte ein bisschen anders. So wäre mir das Bild ein bisschen zu dunkel. Das heißt, als nächstes würde ich einmal die allgemeine Belichtung anpassen und das leicht aufhellen, so leicht, dass der Himmel noch nicht zu hell ist. Weiters würde ich dann so vorgehen, dass ich mit der gedrückten Alt-Taste den Weißpunkt setze. Also wenn man bei verschiedenen Reglern ist es möglich, wenn man die Alt-Taste drückt, und bei Mac ist es Option, dann kann ich den Punkt ermitteln, ab dem also keine Kontraste mehr vorhanden sind. Also wenn wir uns das am Beispiel von Weiß ansehen, wenn ich da in Richtung Plus gehe, dann sehe ich, okay, wo taucht als erstes eine Farbfläche auf. In dem Fall wäre es der blaue Kanal, der als erstes ausreißt, und dann folgen die anderen. Also das wäre natürlich viel zu hell, das wäre auch schon zu hell, aber bis dahin könnte man gehen. Das heißt, auch hier, obwohl es schon sehr hell wirkt, sind noch Kontraste vorhanden. Beim Schwarzton ist es ähnlich wie beim Weißton, nur bewegen wir den Slider nicht nach links, sondern nach rechts. Weil es schon dunkel genug ist, müssen wir diesen Teil des Bildes aufhellen. Wir sehen, wenn ich nach links gehe, werden die Flächen größer, und wenn ich nach rechts gehe, verschwinden diese Flächen langsam und ich bekomme eine weiße Fläche. Und wenn wir da auf die 100% gehen, sehen wir, die Vordergrundsteine sind schön scharf,
Und im Hintergrund, der Berg ist auch schön scharf. Da die ganzen Felsen. Weiters versuche ich Kontraste und Details herauszuarbeiten. Und das mache ich teilweise global und zu einem großen Teil lokal. Das heißt, zuerst starte ich einmal oben mit Lichtanpassungen, dann setze ich meinen Punkt, wo ich den Kontrast, den Farbkontrast haben möchte. Das heißt, ich passe den Weißabgleich so an, dass ich eine Balance zwischen warmen und kalten Farbtönen habe. Damit ich diesen Effekt möglichst gut sehen kann, gehe ich mit Dynamik und Sättigung einmal auf 100 und passe anschließend den Farbton an. Eine gesunde Mischung aus beiden, also so in der Größenordnung, wäre vielleicht nicht schlecht. Doppelklick, dann wird es zurückgesetzt mit der Klarheit etwas nach oben. Dynamik gehe ich nach oben, also ich gehe meistens so vor, dass ich Dynamik steigere und Sättigung dann etwas zurückdrehe. In diesem Fall ist es aber, sind vielleicht beide Regeln nach oben besser. Wenn ich weiter nach unten gehe, eine meiner Lieblingskurven ist die Gradationskurve, die kommt sehr häufig zum Einsatz. Da mache ich eine leichte S-Kurve. Die hellen Töne werden erhöht, also wenn ich es nach oben ziehe, wird es heller und wenn ich es nach unten ziehe, wird es dunkler. Da sieht man, man kann extreme Kontraste erzeugen, das wäre natürlich viel zu viel. Da schaue ich eben, dass ich ziemlich auf der Linie bleibe und dann die hellen Töne werden leicht erhöht. Und wenn wir da wieder den Vergleich uns anschauen zwischen vorher und nachher, vorher, nachher. Die hellen Töne leuchten einfach deutlich stärker hervor und das ist dann ein wunderschöner Anblick. Die Farbmischer lasse ich derweil mal außen vor. Details ist sehr wichtig, also die Schärfe. Da bleibe ich am Standardwert. Details gehe ich etwas nach oben. Manchmal bis 100. Da kann man auch wieder die Alt-Taste drücken. Da können wir eigentlich auf 100 gehen. Radius können wir ganz nach unten geben. Also dann wird die Schärfung ganz feinkörnig durchgeführt. Und ganz wichtig, wir wollen zum Beispiel den Himmel wollen wir nicht geschärft haben. Und da drücken wir auch wieder die Alt-Taste, um eben nur die weiß erscheinenden Kanten zu schärfen. Also wenn ich auf 100 gehe, dann werden wirklich nur die Kanten der Steine geschärft. Und wenn ich auf 0 gehe, dann wird alles geschärft. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. In diesem Bild würde ich sagen, bei 80 ist ein ganz ein guter Wert. Die Profilkorrekturen habe ich angeschaltet. Jetzt kommen die lokalen Anpassungen und da wird es jetzt interessant. Ich verwende sehr, sehr gerne den ganz normalen Pinsel. Um Details im Vordergrund herauszuheben, gehe ich mit Weißlichter und Klarheit etwas rauf, vielleicht auch ein bisschen bis 10 oder so mit Struktur und dann pinsel ich ganz leicht über die Steine und der Grund, warum ich im Vordergrund beginne, ist, die Details im Vordergrund sind deutlicher zu erkennen. Himmel könnte noch etwas dunkler werden. Das heißt, als nächstes wählen wir wieder einen Pinsel und gehen mal mit der Gradationskurve nach unten. Jetzt drücke ich Steuerung und Minus. Dann gehen wir mit der Belichtung runter und
dunkeln den Himmel etwas ab. Zur Verbesserung der Tiefenwirkung könnte ich noch etwas Dunst hinzufügen im Bereich des Hintergrunds. Wenn ich den Hintergrund leicht dunstiger oder eben unschärfer erscheinen lasse, dann stellt es so eine gewisse Tiefenwirkung dar. Wenn ich mit Schwarz ein bisschen nach oben gehe und bei Dunst entfernen nach links, also Dunst hinzufügen, und habe dann verschiedene Möglichkeiten, das anzupassen. Entweder drücke ich wieder die Alt- oder Option-Taste und entferne dieses mit dem Minuspinsel quasi ganz leicht in Bereichen, wo ich das gerne entfernt hätte. Oder ich kann auch im rechten Bildbereich die Stärke des gesamten Filters anpassen. Jetzt könnten wir noch etwas den Himmel dramatischer machen. Und das würde man auch mit Dunst, aber in die andere Richtung, also Dunst entfernen. Und mit einer leichten S-Kurve. Und zwar halten wir den oberen Teil so wie er ist, den unteren gehen wir nach unten. Und da können wir da eben Details aus dem Himmel herausholen noch weiterhin. Man sieht auch, der geht jetzt da ziemlich stark ins Blau, also der wird sehr kühl, das heißt, da werden wir den Farbton etwas, die Farbtemperatur etwas erhöhen, um da einen natürlichen Anblick zu bewahren. Und wenn wir da jetzt ausschalten und wieder anschalten, die Maske, dann sehen wir, okay, ja, das hat eine gute Wirkung. So, jetzt kommt noch eine Schicht mit für den Vordergrund, um dort noch die Details besser herauszuarbeiten. Also ich gehe dann nochmal mit Weiß und mit Lichter rauf und gehe auch nochmal, hebt nochmal die Gesamtbelichtung bei der Gradationskurve nach oben, also macht das heller, Struktur auch nach oben und dann gehen wir nochmal da rein und holen wirklich gewisse Details nochmal deutlich raus. Wie gesagt, ich kann dann, wenn es zu extrem ist, also das schauen wir uns an, die Filterwirkung nochmal, die gesamte Filterwirkung nochmal anpassen. Also ich kann mir das dann anschauen und wenn es zu extrem ist, kann ich das im Nachgang etwas reduzieren. Aber das werden wir uns direkt anschauen und genau, der Stein gefällt mir jetzt so besser. Also ich schalte mal aus und wieder an. Vorher, nachher. Also das leuchtet direkt. Ein letzter Schritt kommt noch hinzu. Ich verkleinere das Bild wieder und füge einen Radialfilter hinzu. Und der Radialfilter soll sehr groß sein. Das heißt, der soll über das ganze Bild gehen und ich mache nämlich eine Umkehrung dessen und dunkle das ab und gehe sogar bei Belichtung ein bisschen nach unten und jetzt kann ich es noch ein bisschen schmäler machen. Genau, das passt ganz gut, hätte ich gesagt. Und können wir wieder vergrößern.
So, ich hoffe, euch haben Bild und Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich über Like, einen Kommentar oder ein Abo. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal sehr herzlich an Sebastian Jun von Capture the Show bedanken, eben auch unten in der Beschreibung verlinkt. Er hat nämlich einen Großteil der tollen Videosequenzen gemacht und ja, war in dem Sinn eine große Bereicherung für dieses Video. Danke dafür. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Ciao. Genau. Mir fällt nichts mehr ein.